Hallo, liebe Pflanzenfreunde, herzlich willkommen bei Löwenzahns Pflanzenwelt. Ich bin die Nelly und in dem heutigen Video machen wir ein kleines Pflanzenunboxing. Ich habe neue Pflanzen von dem Pflanzenversand Dötterer bekommen. Ich habe eine weitere Zustellung noch gehabt. Leider waren die Sachen so schlecht verpackt, dass sie Kälteschäden erlitten haben. Und da ich dieses Video leider wiederholt aufnehmen muss, weil das erste absolut schief gelaufen ist, das lässt sich nicht bearbeiten, so wie ich es mir gewünscht hätte, habe ich mich dazu entschieden, euch die Pflanzen einfach in einem neuen Video ohne Auspacken, ohne Knistern, ohne Papier einfach vorzustellen. Ja, ich bin jetzt überfragt, ob ihr das Elend mit ansehen möchtet. Aber ich werde jetzt erstmal langsam anfangen mit dem, was einfach wunderschön ist. Als allererstes möchte ich euch nochmal meinen Diffuser zeigen und das, was ich rausbekommen habe. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon. Nur ich brauchte meine Jungs, die mir gesagt haben, Mama, du hast zu viel Wasser reingemacht. Da wird nie Dampf rauskommen. Erinnert ihr euch noch an das Video, wo ich gesagt habe, ach komisch, hier ist der Zerstäuber so eingestellt, dass man das gar nicht sieht, dass da ein bisschen Wasser verdampft wird. Wie ihr seht, man sieht es schon. Dieser Diffuser wechselt automatisch die Farben. Ich werde euch einmal kurz das zeigen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch jemanden, der noch keinen Diffuser hat und das Geheimnis auch noch nicht kennt. Also dieser kleine Diffuser hat diesen formschönen Aufsatzdeckel, der dient eigentlich nur der Ästhetik. Hier ist der tatsächliche Deckel für den Verdampfer und darunter geschieht der kleine Vorgang der Wasserverdampfung. Und wenn ich das jetzt hier öffne, dann sieht man hier sprudelt Wasser, also hier so ein mini kleiner Springbrunnen, aber um den geht es gar nicht. Also die Tropfen kommen bis an meine Hand. Es geht hier einmal um diesen kleinen Mittelpunkt und da ist eine Rille dazwischen. Also ich halte jetzt einfach die Hand hier drüber, damit das Wasser mir nicht den Tisch. Ich kann das ja eigentlich auch kurz ausmachen. So, dann kann ich nämlich auch ganz locker beide Hände nutzen. Das geht dann hier einmal um diesen. Das ist nochmal so ein Schutzdeckel. Und der Dampf muss ich dann praktisch einmal hier drum herum schlängeln. Und da sieht man von der Seite, so jetzt kann ich das schlecht einfangen. Da sind dann die Öffnungen und da entweicht dann der Dampf. Und das sozusagen Spritzschutz, dass die Wassertropfen nicht bis nach außen tropfen. Und in diesem Behälter ist ein Maximalstand angegeben und den habe ich nicht beachtet. Ich habe mich einfach gefreut, dass der Behälter etwas höher ist. So, könnt ihr das sehen? Das ist jetzt auf maximal gefüllt und bis zur Kante ist aber noch so viel Platz. Ich habe den fast randvoll gemacht, nur eine kleine Kante gelassen, damit kein Wasser verdrängt wird, wenn ich den Deckelrand mit hineinschiebe. Hier hat er eine kleine Aussparung. Und hier ist das noch ein Symbol. Und da darf kein Wasser reinkommen. So, okay. Das muss dann trocken bleiben. So, und wenn nämlich der Wasserstand zu hoch ist, so hoch, dass der Dampf nicht mehr in die Rille kommt, dann wabert der Dampf unter der Decke und kann nicht durch die Öffnung nach außen dringen. Also zu viel des Guten ist auch nicht gut. So, du darfst jetzt wieder angehen. Na, was ist jetzt los? Im Moment ist mein Diffuser an einer Solar Powerbank angeschlossen. 15.000 ppm hat es
Meine Kinder meinen, es ist ungefähr so viel wie 3 bis 4 Akkuladungen auf dem Handy. Und ich habe auch natürlich den Test machen lassen. Ich habe den Diffuser laufen lassen und das dauert tatsächlich stundenlang, bevor er sich automatisch abschaltet. Erstaunlich, aber tatsächlich dieser viele Dampf, der nimmt ganz, ganz wenig von der Menge in dem Behälter weg. Ich habe ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar war ich natürlich wieder ein bisschen im Garten. Wir haben Oktober und es gibt immer noch was zum Ernten. Ich habe hier einen wunderschönen lilanen Teller. Der Teller musste jetzt neu bestückt werden, weil die Sachen, die ich da schon im letzten Video, in dem Versuchsvideo nenne ich das jetzt mal, gezeigt habe, die sind jetzt natürlich weg. Ich habe noch ein paar Pipinos. Es hängen immer noch welche am Strauch. Und sobald die Pipino diese goldgelbe Farbe entwickelt, sind sie erntereif. Die sind ganz fest. Also das ist immer wieder super erstaunlich. Die ist so fest, dass man denkt, das kann nicht reif sein. Und wenn man die dann aufschneidet, dann merkt man, das geht wie durch weiche Butter. Das ist dann ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass ich immer noch welche ernten kann. Und jedes Mal, wenn ich die Pipinos ernte, sammle ich auch die Samen. Und die sind auch recht klein. Die sind ungefähr so klein wie diese Tomatensamen. Schaut mal, da sind also sehr kleine Tomatensamen. Und zwar ist es hier von diesem orangenen Birnchen. Bei dem ersten Versuch, also bei dem Versuchsvideo, hier seht ihr diese ganz leichten Schatten. Die waren tatsächlich, hatten so einen lilanen Kragen um. Das war, sah richtig schön von der Optik auch aus. Diese Sorte werde ich nächstes Jahr auch mit anbauen. Die hat sich von den Geschmackseigenschaften richtig, richtig gut sich bewährt. Die schmeckt richtig gut. Die Sorte, die ich nicht mehr anbauen werde, ist die Lucky Tiger. Seht ihr, die ist grün. Aber das ist so die Sorte. Und die Tomate, die ist jetzt schon überreif. Die ist sehr, sehr weich. Die gibt nach. Auf dem Teller waren 3 Stück. 2 habe ich gerade entsorgt, weil die so überreif sind, dass die aufplatzen. Und diese Sorte für mein Auge sind unreif aus. Das bedeutet, die werden immer am Strauch überreifen und kaputt gehen. Und ich werde es optisch nicht richtig erkennen. Bis ich das gemerkt habe, wie sich das verhält und jetzt angefangen habe, sobald sie Farbe bekommen, die zu ernten, die schmecken auch richtig gut. Aber ich kenne mich, die werden immer überreif und deswegen kommen sie nicht auf die Wunschliste vom nächsten Jahr. Und ein paar Feigen erfreuen mich im Moment immer noch. Ich sammle immer wieder mal ein paar Stück nach, einmal in 2 Tagen. Da kommen dann so unter 10 immer wieder welche zusammen. Aber die sind leider dann auch durch die viele Regenfälle jetzt super empfindlich und viele platzen schon auf. Die haben auch viele natürliche Fraßfeinde. Kellerasseln machen sich gerne drüber her. Schnecken krabbeln den Stamm hoch und machen sich drüber her. Ja, so viel zum Thema Garten. Ich werde euch demnächst mal mitnehmen, weil da brauche ich eure moralische Unterstützung. Es wird dann um Pepino gehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, das ist die größte traurige Geschichte im Garten dieses Jahr, die negativ für mich gelaufen ist, weil die Pepino hat nicht mal geblüht. Wo keine Blüte, der auch keinen Fruchtansatz. Und jetzt ist es schon so kalt, dass ich schon längere Zeit auch keine Wespe mehr gesehen habe und die Chayote wird von den Wespen bestäubt. Das heißt, auch wenn die jetzt blühen sollte, keine Chance. Also werde ich das einzig, was ich noch machen kann, ich werde die am Stiel unten abschneiden. Na, kurz vor dem Wurzelwerk abschneiden und in den Eimern überwintern, weil die sind bei mir nämlich in große Pflanzgefäße auch getopft. Vielleicht
hat es ihnen an Nährstoffen nicht ausgereicht, so dass sie, also wenn die es schaffen zu überwinden in diesen, überwintern in diesen Behältern, werde ich sie dieses Jahr, so Gott will und wir leben, noch ein Gartenjahr haben werden. Dann werde ich die direkt in die Erde, ins Substrat pflanzen, sodass sie auch richtig mehr Nährstoffe erhalten können, mehr Wasser ziehen können, weil sie sind ganz schön durstig auch. Und ja, sobald es dann nicht mehr so doll regnet, gehe ich mal mit euch raus und schneiden wir das zusammen runter. Dann können wir uns nochmal die Ranken anschauen. Und ich habe immer wieder hoffnungsvoll geschaut, aber noch nicht einmal einen Blütenansatz gesehen. Obwohl ich weiß, die Blüten sind auch ziemlich unscheinbar. Kleines gelbes Blütchen, da glaubt man gar nicht, dass von so einer kleinen Blüte nachher so eine tolle große grüne Birne von der Chayote-Frucht kommt. Okay, ihr Lieben. Ich werde euch einfach zwei Pflanzen von meinem Gartenshop zeigen, die präsentabel sind. Und ich denke, die zwei Begonien, die Kälteschaden erlitten haben, werde ich euch gar nicht zeigen. So ein Jammer braucht sich kein Mensch angucken. Vor allen Dingen, da sind auch noch falsch gelieferte Sorten. Und ja, ich weiß auch nicht. Also, es ist jetzt der dritte Tag, dass sie im Haus sind und die Blätter, die. Nee. Also, die Blätter werden matschig, die fallen ab. Also die Hälfte der Pflanze ist innerhalb von 2 Tagen abgefallen. Die Blätter fallen einfach ab. Ich habe die gerade zum Tisch getragen, auch vom Standort aus. So, und das ist mir schon unterwegs runtergefallen. 5 Blätter. Gestern waren die noch, ne? Gestern sahen sie noch besser aus, sagen wir mal so. Oder gestern habe ich nicht den Verdacht gehabt, dass die auch abfallen. Aber, tja, das wird gefährlich. Deswegen werde ich meinen zur Hälfte geplanten Pflanzenverkauf auch nicht mehr machen. Das ist mir zu gefährlich, wenn die Pflanzen dann bei euch ankommen würden. Ich habe auch noch nicht so viel. Ich habe ein paar Enjoys, ich habe ein paar Kalateen. Und ich habe ein paar Begonienbabys abzugeben gehabt, aber das ist mir nicht wert. Ich überwintere die lieber und naja, wie auch immer. Da muss ich irgendwie noch gucken, dass ich ein bisschen schieben kann. Auf jeden Fall. Ficus. Kringel variegata. Kinky. Ficus. Wenn ihr kleinblättrige oder auch großblättrige Fikusse habt, jetzt ist die absolute Zeit, wo sie empfindlich auf die immer trocken werdende Luft reagieren. Fikusse gehören zu den Pflanzen, die sehr gerne von oben eingesprüht werden. Sprüht eure Fikusse öfters ein, das hilft ihnen, das Laub zu behalten, weil sonst reagieren sie auf trockene Luft mit Blattfall. Ja, also das ist auch meine Erfahrung, dass man den Fikussen sehr gut damit helfen kann, dass sie die Blätter nicht verlieren. Dieser wird jetzt einen Teil verlieren, weil er den Versandstress abbauen muss. Da müssen wir gucken. Einmal geschüttelt, bitteschön. Manchmal kann ich die Adoptionsschwierigkeiten von Pflanzen gut wegstecken und manchmal nimmt es mich dann doch ziemlich mit. Weil die Pflanzen waren wirklich nur minimal mit Papier abgedeckt. Es gibt aber auch einen positiven Aspekt. Die waren angepinnt auf die Höhe des Kartons. Das heißt, die waren unbeweglich da drinnen. Aber ich zeige es euch einfach. So, guckt mal. Ich habe eine Purple Blush bekommen, obwohl ich eine Siberian Tiger bestellt habe. Und ich habe eine Miss Unbekannt. Entschuldigung, ich habe eine Miss Unbekannt erhalten, obwohl die war ausgeschrieben aus Magic Pink, aber es passt überhaupt nicht zu dem Bild, was im Shop abgebildet ist. So. Und hier auch, schaut euch das mal an. Die jungen Pflanzen, so, da geht's ab. Jedes Blatt, das ich anfasse, das wird bei mir in der Hand bleiben. Jedes Blatt war gestern noch intakt, heute ist es schon hinüber. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann die Blätter abschneiden und versuchen einfach aus den Wurzeln die Pflanze komplett neu wachsen zu lassen.
Okay, die habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, was für eine Sorte das ist. Also auf jeden Fall Inca Knight ist es auf gar keinen Fall. Spitfire ist es auch nicht. Spitfire hat hier an den Kanten Sprenkeln. Das ist es auch nicht. Also, ich war ja heute beim Zahnarzt. Mir wurden heute meine Fäden gezogen. Da bin ich einfach in einen Baumarkt gefahren und habe zu mir gesagt, wenn du hier schöne Begonien siehst, nimmst du sie mit. Und ich habe tatsächlich zwei wunderschöne Begonien gefunden. Und das ist einmal diese hier. Das ist eine bekannte Sorte. Das ist die Sumatra Green. Die hat eine faszinierende Blattform mit Zacken. Und die hat Silber auf Dunkelgrün. Das, was ich sehr gerne mag. Die habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt. Und dann kommt die Pink Pop. Die hat mich doch für alles entschädigt. Guckt euch das mal an. Ach, die Kamera gibt es gar nicht so dolle her. Dunkelbraunes Blatt mit roten Einsprenkelungen, die sogar ein bisschen gewaffelt sind. Ich bin zufrieden. Also, ne? Lieber, ich habe zu mir gesagt, lieber in einen Baumarkt fahren und das nehmen, was du siehst, als sich etwas schicken zu lassen, von dem du nicht weißt, in welcher Qualität das ist. Was war denn der Auslöser für diese Bestellung? Natürlich, ich habe euch ja schon erzählt von meinem Plan, von diesem wunderschönen Streifen mit den vielen Irisen. Und dann habe ich mir überlegt, ach Mensch, jetzt habe ich da ganz viele in Orange, in Dunkelocker, in Lila gemischt. Es wird doch ganz schön dunkler Streifen, also habe ich jetzt einfach mal ein paar weiße dazu bestellt. Ein paar weiße sibirische Iris dazu. Ich denke, das wird das ganz toll aufpeppen. Jetzt habe ich alle Zwiebeln für diesen Streifen zusammen. Und dann konnte ich natürlich nicht widerstehen. Leute, ich habe jetzt hier noch ein Päckchen. Aber ihr könnt es, es sind drei Zwiebeln drin. Es sind Lilien, es sind Trompetenlilien. Ja, ich habe euch ja schon vor kurzem Lilien vorgestellt von aus der Martagon-Serie und das sind Trompetenlilien, orange mit lila, also innen drin leuchtendes Orange, wie eine reife Banane, so tiefes Gelb und dann von außen mit dunklen purpur-lilanen Streifen. Ganz, ganz toll. Also ich fahre ja auf Purple ziemlich stark auch ab, finde ich immer mega. Und ja, auf jeden Fall. Was war noch bei My Garden Shop drin? Diese bis jetzt absolut cool. Also vier Pflanzen, die zwei kaputten Begonien, dann dieser Ficus und die Lemon Green oder Lemon Stripe. Die fehlte mir noch. Die waren überall so teuer und die habe ich jetzt hier für, lass mich nicht lügen, ganz günstig bekommen. Also unter 8 Euro auf jeden Fall. Die hat hier ganz neu das Blatt aufgemacht. Und das hier ist auch ein ganz frisches Blatt. Und das sieht man, die sind noch ziemlich heller. Hi Blicky, was ist los? Was ist los? Die Katze wollte noch mal raus. So, die habe ich jetzt schön rausgelassen. Haben wir uns noch kurz unterhalten. Absolut gigantisch. Ich bin richtig happy mit mit dieser Pflanze. Die hat auch hier mindestens drei Stecklinge drin. Absolut mega. Das ist ziemlich weich. Das gibt, guck mal, wie weich der Topf ist. Den muss ich mal bei Gelegenheit einmal reingucken, was da so los ist. Ja, und dann kommt jetzt natürlich das Schöne, und zwar die Bestellung aus dem Pflanzenversand Dötterer. Dötterer ist eine Versandhandel, die auf die Tillandsien spezialisiert sind. Und bei denen im Shop habe ich auch gelernt, dass es zwei verschiedene Sorten von Tillandsien gibt. Und zwar gibt es ja die ganz schlicht ausgedrückt für trockene Luft und für feuchte Luft. Und ich habe jetzt bei der Bestellung, Moment, ist mir der Lieferschein weggeflogen. Zeige ich euch mal,
das Logo. So, Dötterer-Pflanzen, so sieht es aus. Und die haben nicht nur die Lanzien, sondern die haben auch ganz tolle Begleitpflanzen. Und ich habe dieses Mal nur eine Tillandsie bestellt. Und ab einem bestimmten Warenwert in der Bestellung gab es auch eine Pfl also gab es auch ein Überraschungsgeschenk. Und ich möchte euch mal gerne zeigen, welche Tillandsie ich bestellt habe. Und zwar ist das die Tillandsia ioannta Variante Druid. Also, so schaut die aus. Guckt mal. Ganz süß. Ja, die haben alle diese, die sind kommen alle beschriftet. Das finde ich immer total toll. Also, was ich mir noch wünschen würde, vielleicht kann ich, vielleicht steht das ja so da, sogar darauf, nur muss ich das vielleicht noch verstehen, zu lesen, ob die jetzt wirklich für Feucht- oder für Trockenräume geeignet sind. So, die stelle ich mal hier rein. Und warum ich die bestellt habe, weil eine davon hat bei mir geblüht. Die ist jetzt schon zwar verblüht, guckt mal da in der Mitte, seht ihr das? Die hat geblüht. Und ab einem gewissen Warenwert gab es auch eine Pflanze kostenlos dazu. Und ich möchte euch zeigen, was ich geschenkt bekommen habe. Das ist ein ganzer Pulk. Das ist die Stricta. Guckt mal. Und die geht jetzt in die Blüte. Guckt euch das mal an. Ja, ein Pulk, da sind ja mehrere zusammen. Und wenn man guckt, da sind drei Blüten. Wunder, wunderschön. Ich stelle die jetzt hier mal in die Schüssel rein, weil ich wollte die ein bisschen einsprühen, damit sie auch von der Reise sich wieder schön einziehen können. Und die von mir kriegt jetzt auch ein bisschen Wasser. So, und dann können sie sich jetzt ein bisschen vollsaugen. Man sagt ja auch, die Popöchen dürfen nicht Wasser ziehen. Also muss ich gucken, dass ich die hier irgendwie seitlich hinlege, dass sie auch so, das wird besser sein. Früher, vor zig Jahren, vor 30 Jahren, waren die Delantien mal super, super attraktive Pflanzen und da konnte man sie auf Baumscheiben einfach mit Heißklebepistole festgeklebt kaufen. Guck mal, wie schön da die Wasserperlen drauf sich sammeln. Wie wunderschön das ausschaut. Faszinierend. Ganz große Klasse. Ganz toll. So, dann können die jetzt ein bisschen Feuchtigkeit ziehen und wir werden uns jetzt einfach mal weitere Pflanzen angucken und ich werde versuchen, euch auch noch die Preise dazu zu geben, weil ihr fragt regelmäßig danach, was die eine oder die andere Pflanze gekostet hat. Ich werde jetzt einfach anfangen, so wie die jetzt hier sind, so werde ich auch anfangen und werde die dann einfach mit der Liste vergleichen und euch die Preise nennen. Ich habe eine wunderschöne. Spruciana dazu bekommen, die blüht mit wunderschönen kleinen roten Blüten und da sieht man auch, wie der Stempel so süß aus der Blüte hervorlugt. Das ist dann die nächste Pflanze, die mit in das Pilea-Körbchen soll, aber ich sehe auch hier, dass ein Blatt wahrscheinlich auch Versandschäden doch davon getragen hat. Die Pileas Pruciana hat 3,74 € gekostet. Die Neogelia Mini für 11,21 € habe ich mir dazu geholt. Ich fand die mit weißen Rändern so toll und der Rand ist nicht nur weiß, er leuchtet in rosa. Hier sieht man das auch ganz toll. Die hat hier auch einen kleinen Wurzelansatz schon und das ist halt die Verbindung zu der Mama-Pflanze gewesen. Neogelia Mini. Stelle ich einfach mal hier in die Schüssel mit zu den Tillandsien dazu.
Dann habe ich etwas gemacht, das war so eine Kurzschluss-Spontanreaktion, einfach mit der Begründung, weil ich das noch nie hatte. Eine Kaffeepflanze. Eine Kaffeepflanze. Wisst ihr, es gab eine Zeit, wo ich aus Kaffeesäcken, die kamen aus dem Hafen von Hamburg, die wurden bei mir angeliefert, habe ich Taschen genäht. Tragegurttaschen. Und das Design durfte ich dann halt eben selber aus den Säcken gestalten, weil die wurden ja auch abgestempelt und da gab verschiedene Firmenlogos und alles Mögliche drauf. Und da haben wir dann halt die Taschen designt und die Säcke zugeschnitten und so ganz tolle Tragetaschen hergestellt. Und das Interessante dabei war, in jedem Sack war irgendwo in der Ecke eine oder zwei Bohnen von ungeröstetem Kaffee dabei. Ich habe die gesammelt eine Zeit. Und ja, wenn ich gewusst hätte, dass der Auftrag kurzzeitig sein wird, würde ich die vielleicht auch etwas besser aufheben. Damals bin ich noch nicht mal von Gedanken gekommen. Heute wäre das das Erste, was ich machen würde. Ich würde sagen, keimen die auch? Dann würde ich sofort versuchen, die zum Keimen zu bringen. Auf jeden Fall sind hier unheimlich viele Kaffeepflanzen drin. Das heißt, es sind hier viele Kaffeebohnen gekeimt. Ich denke, wenn ich das hier hochziehe. Schaut mal, die wurde schon mal etwas aufgefüllt mit Substrat, aber die muss einmal ordentlich eingeweicht werden, weil schaut mal, was hier für ein halber Urwald ist. Und da sind ja einzelne Pflanzen. Also die werden wir mal demnächst mit euch schön auseinandernehmen und gucken, wie viele Pflanzen wir haben. Ja, das war die Kaffeepflanze. Kaffee Arabica 3,74 €. Dann habe ich mir eine Tradescantia pallida dazu gekauft. Purple. Finde ich absolut klasse. Und die Pallida hat auch 3,74 € gekostet. Und meine ist jetzt nach ganz, ganz vielen Jahren. Ich habe mir einen kleinen Ableger aus Kroatien mal mitgebracht. Der hat sie ihr tatsächlich doch verabschiedet. Und habe ich gedacht, die ist zu schön, die ist einfach zu schön, die ist wirklich sehr robust. Ich hätte einfach mal, als ich gesehen habe, dass er anfängt, nicht mehr so ansehnlich zu sein, ich hätte einfach ein paar Stecklinge schneiden müssen und die Spitzen bewurzeln und dann wäre sie auch wieder ganz toll. Sieht man gar nicht, wie wunderschön hell die Auberginen farbig die Blätter sind und von der anderen Seite leuchtet die rosa. Ich muss die dringend gießen, die ist staubtrocken. 3,74 €, das haben wir gesagt. Eine Bilea. Bilea Cadieri, 3,74 €. Die ist unbarmherzig gekürzt worden. Guckt mal, wie man das macht. Das ist nicht mehr pinzieren, das ist richtig, da wurde ein Steckling geschnitten. Pinzieren wäre hier zum Beispiel, wenn man hier so nur die Spitze rausknipsen würde. Das wäre pinzieren. Und das ist hier wirklich schon ganz doll eingekürzt. Vielleicht hat man die Stecklinge auch davon neu bewurzelt. Aber was wir auch immer wieder sagen, was macht so ein Schnitt? Er regt neue Wachstumspunkte an und bringt die Pflanze dazu, sich zu verzweigen und noch dichter zu wachsen. Ne? Also man sieht, die Schnitte sind nicht direkt vor dem Versand gemacht worden. Das heißt, dass die Pflanze schon rechtzeitig und regelmäßig vielleicht auch in Form gebracht wurde. Auch wieder grünes Blatt, Silber drauf. Richtig, richtig toll. Dann habe ich Anthurium crystallinum. Und wie kann es anders sein? Es ist eine Silver Blush angekommen, die ein wirklich schönes Exemplar entspricht, aber nicht dem Bild, was in dem Shop war. 4,75 €, da kann man nicht meckern. Der Topf ist ordentlich groß. Die kann noch ein bisschen drinne bleiben. Platz zum Wachsen haben wir auch noch. Ja. Eine wunderschöne Crystallinum.
Jetzt ein bisschen rosa. Kryptanthus bivittatus pink. Ich habe schon einen Kryptanthus in einer anderen Farbe und der ist gekommen ohne Wurzeln, ohne Topf. Einfach so lose, wie die kleine Neogelia auch gekommen ist. Und ja, es ist dann auch, sind doch Luftpflanzen mehr oder weniger. Nee, aber hier kann man auch deutlich sehen, dass sie durchaus zu bewurzeln fähig sind. Deswegen werde ich meine demnächst versuchen, auch in Substrat zu setzen. Sie sitzt nämlich jetzt seit längerem in ganz fester, ausgepressten, locker eingesetzt in so Moosschälchen. Ja, also werde ich versuchen, die dann auch einzutopfen und ein bisschen an Substrat zu gewöhnen. Finde ich auch wieder diese rosa Farbe ganz, ganz toll. Und die nächste Pflanze, die ich euch zeigen möchte, ist eine Begonie. Binigo Pink Polkadot. Die hat 5,61 Euro gekostet. Ist auch richtig ein bisschen traurig geworden. Ich muss sie tatsächlich abdecken und vielleicht ein bisschen gießen. Ich werde die jetzt einsprühen. So. Dass sie über die Blattmasse schon mal ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen kann. Weil es ist jetzt doch etwas abgetrocknet. Ja, solche Ereignisse, muss ich sagen, bringen mich auch ein bisschen durcheinander, weil ich habe das Video gemacht, die Pflanzen sind dahin gekommen, jetzt musste ich die alle wieder einsammeln. Aber ich möchte euch doch so gerne meine schönen Pflanzen zeigen und vielleicht sich mit euch darüber auszutauschen. Und vielleicht schreibt ihr mir, welche Pflanze ihr am schönsten fandet. Vielleicht schreibt ihr mir, welche Pflanze ihr schon selber zu Hause habt. Und es ist auch so schön für mich, wenn wir auch Pflegetipps miteinander austauschen. Ich lerne immer wieder gerne dazu. Und ich habe ja auch in einigen Videos schon euch gesagt, meine Töpfchen gehen zu Ende, meine Töpfchen gehen zu Ende. Und jetzt habe ich ganze 100 Stück von diesen Töpfchen bekommen. Die sind bei Dötterer zu einem recht guten Preis zu erwerben gewesen. Und schaut mal, die sind flexibel, die platzen nicht so schnell. Ich nutze ja sehr gerne gerade zur Begonienvermehrung auch so die Einmalschälchen, ganz kleine, aber die platzen halt sehr schnell. Und da sind auch keine Löcher mit eingearbeitet. Da helfen mir meine Jungs dann immer wieder aus und löten. Mit dem Lötkolben machen sie dann mir die Drainagelöcher. Und hier sind ganz, ganz viele Löcher schon einfach von vornherein dabei. Und ich nutze die anderen aber trotzdem gerne mit, weil die doch noch kleiner sind. Das ist jetzt die kleinste Größe, die ich von einem Orchideentopf gesehen habe. Und wenn ich dann die Pflanzen schon umtopfe in einer Größe größer, dann freuen sie sich natürlich hier über so ein Format. Und wie gesagt, da sind jetzt 100 Stück wieder gekommen. Da kann ich jetzt richtig loslegen. Und auch wenn wir jetzt im Herbst schon fast Richtung Winter sind, wenn die Pflanzen eine Zusatzbeleuchtung haben, und das haben die meisten Pflanzen von mir, dann kann ich auch getrost weiter umtopfen und auch weiter Vermehrungsversuche starten. Jo, das war es eigentlich schon für dieses Video. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht, es überlappt sich gerade in meinem Kopf und in meinem Herzen der Inhalt von dem ersten Video und von diesem hier. Diesem Video fehlt vielleicht ein bisschen die Begeisterung vom Auspacken, die ich im ersten Video hatte, als ich die Begonien doch noch ziemlich im guten Zustand waren. Und das ist schon traurig, wenn man jetzt guckt. Das Thema, wie die halt zerfallen auf den Augen, aber das Thema war auch schon öfters angesprochen worden, auch bei mir in den Videos, dass ich bei vielen Shops einfach gar nicht mehr bestelle. Und das war jetzt, muss ich auch sagen, eine emotionale Reaktion vielleicht darauf gewesen, dass ich nicht auf den Botanikas gewesen bin und dort gerne neue Pflanzen haben möchte und dann mir gedacht habe, es wird schon gut gehen. Man redet sich das vielleicht auch manchmal ein bisschen schön. Aber bei Döterei ist alles super gegangen und ich freue mich, dass ich da die Bestellung gemacht habe. Und was die Lanzien betrifft, ist das wirklich eine Empfehlung wert. Und auch die Begleitpflanzen, ihr habt die Qualität selber gesehen.
Und auch die Preise, die können sich wirklich sehen lassen. Und wie gesagt, noch das Geschenk obendrauf, ab einem bestimmten Warenwert. Ja, ihr seht, es sind auch mehrere Pflanzen, die zusammengekommen sind. Aber da bestelle ich einmal in 3 Jahren wahrscheinlich. Und dann ist es okay. So, ihr Lieben, ich werde mich jetzt mit der wunderschönen Silver Blush verabschieden. Galanthurien sind im Moment irgendwie Lieblinge der Menge. Und für mich ist aber jede Pflanze ein Liebling. Jede hat ein besonderes Plätzchen in meinem Herzen. Auch wenn es besonders Begonien und aber auch der wunderschöne kleinblättrige Ficus oder auch die Maranthe leuconera sind alle Farben sind so faszinierend und wunderschön. Also, dann halten wir noch mal unseren Kristallinum ins Bild. Und danke, dass ihr wieder bis zum Ende dabei wart. Gebt mir ein Like, schreibt mir einen Kommentar. Ich beantworte jeden Kommentar. Danke, dass ich euch haben darf. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Nelly.